Die neue Mercedes-Benz E-Klasse und der neue CLA. Die neuen, ungezähmt und in Bestform. In Ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Es ist wieder Zeit für TV Allgäu Nachrichten. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In den nächsten 30 Minuten haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Zukunft ungewiss. Wie geht es weiter mit dem Memminger Kaminwerk? Schneller zum Facharzt. Vereinbarung zwischen Gesundheitsträgern im Oberallgäu unterzeichnet und dem Papst näher gekommen. Buchautor Stefan von Kempis über Franziskus. In Memmingen ranken sich Sorgen um die Zukunft des Kaminwerks. Seit 2005 wird die alte Fabrik als Kulturzentrum genutzt. Möglich macht das ein Verein, geführt von 3 engagierten Bürgern. Doch die sehen sich nicht mehr in der Lage, bis zu 35 Stunden pro Woche nebenberuflich in das Kaminwerk zu investieren. Im Sommer soll Schluss sein. Bis dahin muss ein neues Konzept für die Zukunft der Halle gefunden werden. Gemeinsam der Fußballbegeisterung freien Lauf lassen. Public Viewing ist eine tolle Sache. Das Kaminwerk in Memmingen machte das bei der letzten Weltmeisterschaft möglich. Es ist nur eine von zahlreichen Veranstaltungen, mit denen die ehemalige Fabrik im Memminger Süden in Erinnerung ist. Mit einem bunten Programm zieht das Kulturzentrum jedes Jahr rund 45.000 Besucher an. So ein Veranstaltungszentrum zu leiten, ist sehr viel Aufwand. Matthias Ressler kann ein Lied davon singen. Er gehört zum Führungstrio des Trägervereins. Im Sommer soll für ihn und seine Kollegen Schluss sein mit dem Kaminwerk. Die Arbeitsbelastung sei einfach zu hoch. Das kommt natürlich auf die Veranstaltungsmonate an. Wir haben aber in der Woche mit Sicherheit zwischen 25 bis 35 Stunden ehrenamtlich pro Person. Es gibt eine geringe Aufwandsentschädigung, aber die reicht halt bei weitem nicht, dass man das als vollwertigen Job nennen könnte. Auch die Ausstattung des Kaminwerks macht den Verantwortlichen Sorgen. Matthias Ressler zeigt uns die Künstlergarderobe. Sie ist klein, liegt nicht hinter der Bühne und ihr Zustand ist offensichtlich nicht gerade vorzeigbar. Auch im öffentlichen Bereich gibt es Probleme. Aufgrund der Sparzwänge im Vorfeld des Kaminwerksumbaus haben wir natürlich auch ein viel zu kleines Foyer. Wir wollten ein größeres Foyer, das war aber nicht mehr im Budget drin. Mittlerweile hat sich herausgestellt, gerade bei Veranstaltungen ab 600 Leuten ist das Foyer viel zu klein. Wir können die ganze Garderobe gar nicht mehr unterbringen. Die Leute, nach wenigen Minuten ist im Prinzip die Garderobe schon voll. Also da ist dringender Handlungsbedarf. Für große Veranstaltungen mangelt es an der nötigen Technik. Der technische Leiter Rainer Schneider verdient sein Geld mit dem Verleih solcher Veranstaltungstechnik. Nur weil er sein Material kostenlos zur Verfügung stellt, funktioniert der Konzertbetrieb im Kaminwerk. Auf Dauer könne das so nicht weitergehen. Die Politik weiß von den Schwierigkeiten. Wir haben die Stadträte überzeugen können, dass Handlungsbedarf ist. Und diesen Handlungsbedarf, den will man jetzt natürlich auch begründen. Wir, die Stadträte bzw. haben den Antrag gestellt an die Stadt, man möchte eine Studie erstellen. Dazu wird man unter Umständen das Mittelstandsinstitut der Fachhochschule Kempten beauftragen. Eine Objektanalyse, was muss ein Kaminwerk können, was hat ein Kaminwerk für die Auswirkungen auf die Stadt Memmingen und was muss man in Zukunft investieren. Für den Betrieb des Kaminwerks erhält der Trägerverein bereits städtische Zuschüsse. Rund 120.000 Euro Miete für die Halle und etwa 80.000 bis 90.000 Euro für Personal und Sachkosten gibt es von der Kommune. Den ehrenamtlichen Charakter des Kaminwerks will der Oberbürgermeister erhalten. Es ist sicherlich so, dass das Kaminwerk eine gute und wichtige Einrichtung ist, das wir erhalten wollen, dass aber auf der anderen Seite es eine kulturelle Einrichtung ist, die nicht von der Stadt betrieben wird und auch in der Zukunft nicht von der Stadt betrieben werden soll, weil damit ja auch der Gedanke dieser ehrenamtlichen Kultur etwas verliert, dass wir eine Lösung finden müssen. Wie eine solche Lösung aussehen kann, das müssen die Beratungen der nächsten Monate zeigen. Bis zum Frühsommer braucht es eine Einigung, denn sonst gehen im Kaminwerk im Juni die Lichter aus. Was gestern in Immenstadt zwischen verschiedenen Gesundheitsträgern unterzeichnet wurde, könnte zu einem Modell für die Zukunft werden. Dabei geht es darum, gesetzlich Krankenversicherten schneller zu einem Termin bei einem Facharzt zu verhelfen.
Doch das gilt noch lange nicht für alle Fachärzte und auch nicht für alle Versicherungen. Die unterschriebene Vereinbarung betrifft derzeit nur Versicherte der Bosch BKK im südlichen Oberallgäu, die unter Rückenproblemen leiden oder einen Psychotherapeuten benötigen. Dennoch sehen die Beteiligten die jetzt geleistete Unterschrift als einen ersten Schritt in eine modernere Gesundheitsfürsorge. Diese Unterschrift war der Grund für die Pressekonferenz gestern in Immenstadt. Die Unterschrift erweitert den Hausarztvertrag zwischen der Bosch BKK und Fachärzten. Schon bisher war bei diesen Modellen der Hausarzt so etwas wie der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um die Terminvereinbarung bei Spezialisten ging. Mit dem neuen Vertrag erhält der Hausarzt mehr und bessere Möglichkeiten, schnell zum richtigen Kollegen zu vermitteln. Es läuft nicht im Hintergrund ab, es ist eine Koordination von Hausarzt, Facharzt. Und was Novum dabei ist noch, dass die Kasse mit eingebunden ist, dass die Kasse die Termine mit regelt und die freien Vakanzen frei erklärt und ermöglicht es dem Hausarzt schneller, den richtigen Facharzt zu finden. Profitieren können davon derzeit nur die Versicherten der Bosch BKK im südlichen Oberallgäu. Den Start machten die Fachärzte, die sich mit Rückenleiden beschäftigen, sowie Psychotherapeuten. Struktur zu verändern, es ist immer schwierig und dazu braucht man ein Modell, muss man es beim Kleinen probieren. Und die Hausarztverträge als solche, die leben ja auch erst seit ungefähr 6 Jahren und sind jetzt fest im System implementiert. Und dann muss man weiterdenken, wie man die Schnittstellen zur Klinik, zum Facharztkollegen verbessern kann. Und das ist das neue Thema, das spannende Thema in den Hausarztverträgen. Patienten könnten sich über schnellere Termine freuen. Die Ärzte hätten weniger Leerlauf bei ihren Terminen und die Kasse hofft, dass Krankheitszeiten kürzer werden, wenn der Facharzt schneller einen Therapievorschlag macht. Rechnen dürfte sich das Ganze auf mittlere und lange Sicht. Ich denke, es ist nicht das Problem des Geldes in Deutschland. Die Ressourcen sind dafür das Gesundheitssystem. Es ist eine fehlerhafte Verteilung. Und die BKK Bosch hat als erste Krankenkasse erkannt, dass regionale Strukturen genützt werden müssen. Wir haben hier eine enge Kooperation zwischen den Hausärzten und den Kliniken. Und die BKK Bosch ist als Kasse angetreten, diese Kooperation noch weiter zu vernetzen und verstärken, auch mit einer besseren Vergütung. Profitieren tun, und das ist das Entscheidende, die Versicherten, unsere Patientinnen und Patienten. Es ist schon ein bisschen beschämend für das Gesundheitssystem in der Bundesrepublik. In Immenstadt konnte etwas als Erfolg präsentiert werden, was die Versicherten in einem so reichen Land wie Deutschland eigentlich erwarten könnten. Dass sie rasch die ärztliche Betreuung erhalten, die sie auch brauchen. Zwei Padres haben durch ihren persönlichen und finanziellen Einsatz dafür gesorgt, dass in ihrer Heimatstadt Povoda de Lanhoso in Portugal ab sofort ein Feuerwehrauto aus Lindau im Einsatz ist. Dort in der Nähe ist das Naturschutzgebiet Pineda Gerês mit vielen seltenen Tierarten. Ein richtiger Touristenmagnet. Im Sommer brechen dort jedoch mehrmals die Woche Waldbrände aus. Das bisherige Feuerwehrauto war aber in die Jahre gekommen und vom portugiesischen Staat gab es keinen Zuschuss für ein neues Auto. Die Padres der Region, Luis Fernandes und Fernando Eurico, wollten das aber nicht hinnehmen und suchten die Eltern von Cristiano Machado auf, die in der Nähe von Povoa de Lanhoso wohnen. Deren Sohn Cristiano ist Rettungssanitäter in Lindau. Und so kam der Kontakt zwischen den Padres und der Lindauer Feuerwehr zustande. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Stadt Lindau hat den Padres ein Feuerwehrauto samt Pumpe und 1200 Liter Wassertank verkauft zu günstigen Konditionen. Das Auto hat die Delegation aus Portugal persönlich abgeholt und nach Hause gefahren. Dort wurde das Fahrzeug direkt geweiht und wartet jetzt auf seinen ersten Einsatz, der aber hoffentlich eine Weile auf sich warten lässt. Gleich sehen wir uns wieder zu Kompakt. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Sie wollen hoch hinaus? Sparkassendom Neu-Ulm, das größte zwischen Stuttgart und München. And now, as we take first step. To realize we live our dream, going on we found our way.
Wir unterstützen Ihre natürliche Schönheit mit schonenden Eingriffen und wirkungsvollen Alternativen. Vertrauen Sie ausschließlich auf erfahrene Spezialisten in der Faltenunterspritzung. Natürlich schön mit Aesthetic Clinic Kempten. Ihr ganz persönliches Geschenk. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. Gib mir weg. Weiter. Ich spiel. Und du? Hast ein Blatt. Immer ein gutes Blatt. Die Allgäuer Zeitung. Und hier lest sie. Jetzt sollten Sie sich an eine natürliche Ernährung gewöhnen. Reiko arbeitet im Naturkreislauf für Boden, Pflanze, Tier und Mensch. Seit 20 Jahren für ein besseres Leben. Reiko Vitalsysteme. Warum sind wir anders? Reiko-vital.com. Bestellen Sie jetzt Ihr Probeabo für 2 Wochen kostenlos. Telefonisch unter 0831 206 106 oder online unter www.all-in.de. TV Allgäu, Ihr regionaler Mediendienstleister. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Filmproduktionen jeder Art. Egal ob Image oder Messefilme. Werbung. Video fürs Internet. Oder die Dokumentation Ihrer Veranstaltungen. Wir machen aus Bildern, die bewegen, bewegte Bilder. TV Allgäu. Mehr als Fernsehen. Die Meldungen vom 21. November 2013. Überraschung im Gemeinderat von Wahl. Statt wie von der Verwaltung gefordert, eine Verkleinerung des bei Denklingen geplanten Windparks zu fordern, hatten die Räte keine Einwände gegen das Projekt. Man sei nicht betroffen. Wenn Windkraft Sinn mache, dann an dieser Stelle. Wie berichtet, hatten die Bürgermeister der an Denklingen und Fuchstal angrenzenden Gemeinden sich abgesprochen, sich gegen den Windpark in der ursprünglich geplanten Form auszusprechen. Sie halten 51 Windkraftanlagen für zu viel und fordern, die Planungen auf 35 zu verringern. Der Gemeinderat von Wahl zog bei dieser Absprache jetzt nicht mit. Man sollte sich schon trauen, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Die Bürger im Unterallgäu sollen bei der Planung von möglichen Standorten für Windkrafträder mitreden können. Das hat der Regionalverband Donau-Iller, zu dem der Landkreis und die Stadt Memmingen gehören, jetzt entschieden. Die möglichen Standorte sollen im Internet veröffentlicht werden. Außerdem sind Infoveranstaltungen geplant. Zwischen Januar und März kann jeder Bürger dann seine Bedenken beim Regionalverband vorbringen. Der Landkreis Oberallgäu sucht händeringend nach Unterkünften für Asylbewerber. Die Zahl der freien Plätze sei deutlich geringer als die Zahl der Flüchtlinge, die in den nächsten Monaten erwartet werden, so das Landratsamt, zumal sich die Prognosen ständig ändern. Der Kreis hofft jetzt, dass die Kommunen freie Häuser und Wohnungen melden. Diese sollten aber nicht irgendwo in einem Wald ohne Busanbindung sein, sondern mitten in der Gesellschaft, damit die Integration klappt. Aktuell leben im Oberallgäu 249 Asylbewerber. Vor einem Monat waren es noch 20 weniger. Mehr als die Hälfte des im Unterallgäu erzeugten Stroms stammt aus erneuerbaren Energien. Das besagen Zahlen, die jetzt vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu vorgestellt wurden. Demnach wurden in dem Landkreis im Jahr 2012 insgesamt 588.000 Megawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz eingespeist. Im Jahr zuvor waren es noch knapp 90 Megawattstunden weniger. Mit 53% Strom aus erneuerbaren Energien liegt das Unterallgäu übrigens deutlich über dem bayerischen und auch dem Bundesdurchschnitt. Hier stammen nur 23% bzw. 23% des erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien. Die Pläne für ein Businesshotel in Marktoberdorf nehmen Gestalt an. Ein Bauunternehmer aus dem Unterallgäu hat jetzt angekündigt, hier im Süden der Stadt ein 4-Sterne-Haus bauen zu wollen. Dieses könnte im Jahr 2016 eröffnet werden.
8 Millionen Euro sollen dafür investiert werden. Einen Betreiber gäbe es aber noch nicht. Den Wunsch nach einem Hotel in Marktoberdorf, in dem Gäste der dort ansässigen Unternehmen untergebracht werden können, gibt es schon lange. Anwohner befürchten allerdings zusätzliche Lärmbelästigung durch den Zufahrtsverkehr. Die Bürger in Bad Grönenbach dürfen möglicherweise bald darüber abstimmen, ob am Ortsrand ein neuer Supermarkt entstehen soll oder nicht. Die Räte hatten im Mai zunächst gegen, im Juli dann aber knapp für das Projekt gestimmt. Eine Initiative von Bürgern hat Bürgermeister Kerler jetzt 105 Unterschriften übergeben. Sie fordern den Gemeinderat auf, die Bürger in einem sogenannten Ratsbegehren über den Supermarkt abstimmen zu lassen. Wann und ob überhaupt sie das tun können, ist aber noch nicht klar. Bürgermeister Kerler kündigte an, es müssten noch einige juristische Fragen geklärt werden. Das Mindelheimer Hallenbad muss saniert werden. Dafür hat jetzt der Stadtrat grünes Licht gegeben. Insgesamt sollen für den Umbau knapp 5,7 Millionen Euro investiert werden. Fast 2 Millionen davon kommen vom Freistaat. Gebaut werden soll im Jahr 2015. Dann wird das Bad komplett geschlossen sein. Wo der Schwimmunterricht der Schulen in der Zeit stattfinden soll, steht noch nicht fest. Bereits vor ein paar Jahren war die Außenhaut des Mindelheimer Hallenbads erneuert worden für knapp 1,8 Millionen Euro. Die Altusrieder Grundschüler haben heute den Jahreskalender des Bayerischen Jagdverbandes für 2014 erhalten. Überreicht wurde er vom Kreisjagdverband Kempten. Seit 26 Jahren ist es das Ziel des Kalenders, ein Stück Natur in die bayerischen Klassenzimmer zu bringen. Die Natur kommt mit Sicherheit bei unseren Kindern zu kurz. Auf dem Land ist es noch in Ordnung, aber gerade in der Stadt, da ist es also wirklich noch so, dass nach Umfragen in Schulen glauben wirklich Kinder, dass es blaue Kühe gibt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die Kinder frühzeitig an ihre heimischen Tiere und Pflanzen herangeführt werden. Unter dem Leitthema Nachwuchs steht der Jagdkalender im kommenden Jahr. Er enthält neben Tierfotos und Infotexten auch Mal- und andere Mitmachaktionen für die Schulkinder. 320.000 Dritt- und Viertklässler aus ganz Bayern sollen damit für Flora und Fauna der heimischen Wälder begeistert werden. Unbekannte missbrauchen den Namen der Verbraucherzentrale derzeit offenbar häufiger, um ihren Opfern Geld aus der Tasche zu ziehen. Wie die Verbraucherzentrale in Memmingen mitteilt, stellt sich die Anruferin als Frau Böhm von der örtlichen Verbraucherzentrale vor. Dabei erscheint durch einen technischen Trick auch deren Telefonnummer im Display. Die Unbekannte versucht, die Angerufenen zu einer Überweisung zu verleiten. Diese sei nötig, um ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Berlin einstellen zu lassen. Die Verbraucherzentrale stellt klar, dass ihre Mitarbeiter niemals unaufgefordert anrufen und erst recht keine derartigen Angebote machen. Sie warnt davor, sich auf solche Geschäfte einzulassen. Wer ähnliche Anrufe bekommen hat, der soll sich bei seiner örtlichen Verbraucherzentrale melden. Bei einer Kontrolle am Füssener Grenztunnel hat die Polizei erneut einen Schleuser gefasst. Der 40-jährige Ägypter war mit einem Pkw mit italienischen Kennzeichen unterwegs. Er wollte 4 junge Landsleute nach Deutschland schleusen. Der Ägypter wurde dem Haftrichter vorgeführt, die Jugendlichen in eine Aufnahmeeinrichtung gebracht. Omas Backgeheimnisse. Das ist der Titel eines neuen Backbuchs, das gestern in Memmingen vorgestellt wurde. Es enthält 63 Rezepte für Torten, Kuchen und kleine Leckereien. Die Allgäuer Zeitung hatte ihre Leser aufgefordert, Rezepte ihrer Großmutter einzusenden. Die Resonanz war großartig. Über 100 Rezepte wurden eingesendet. Wir haben dann ausgewählt und nun sind auf 148 Seiten in einem wunderschön gestalteten Backbuch die besten Rezepte unserer Leserinnen und Leser drin. Natürlich von ihrer Oma, von ihren Familien, aus handgeschriebenen Rezepten. Also wirklich eine Rarität. So etwas hat es in dieser Form bei uns noch nie gegeben. Der Memminger Bäcker Hermann Häusler testete die Rezepte, bevor sie in das Werk aufgenommen wurden. Die Einsender der abgedruckten Rezepte waren gestern bei der offiziellen Präsentation dabei und bekamen je ein Exemplar des Werks geschenkt. Das Backbuch ist ab sofort in den Servicecenter der Allgäuer Zeitung und ihrer Heimatzeitungen erhältlich. Seine Prahlerei hat einem 19-jährigen Schüler aus dem Raum Sonthofen jetzt jede Menge Ärger und eine Anzeige eingebracht.
Er hatte sich bei mehreren Einsätzen des Rettungshubschraubers Christoph 17 sowie örtlicher Feuerwehren und Hilfsorganisationen Anwohnern und Passanten gegenüber gebrüstet, Mitglied der Hubschrauberbesatzung zu sein. Außerdem sei er ständig bei Nachtschichten und Bereitschaftsdiensten dabei und in die Arbeit eng mit eingebunden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bestätigte sich der Anfangsverdacht der Polizei, dass der junge Mann ein Gerät zum Abhören des Polizeifunks besitzt. Dessen Besitz und auch das Abhören des Funks ist verboten, wenn man wie der 19-Jährige nicht Mitglied einer Rettungsorganisation ist. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige. Das Gerät wurde beschlagnahmt. Soweit die Meldungen vom Donnerstag. Jetzt gibt's noch den Wetterbericht. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Möbel Böck. 50 Jahre böckstarke Möbel in Kempten-St. Mang. Möbel Böck. Ein Haus voller Wohnideen. In der kommenden Nacht wird es unbeständig. Die Schneefallgrenze sinkt weiter auf 600 Meter. Morgen früh wird es nass. Gebietsweise schneit es noch. Im Laufe des Tages beruhigt sich das Wetter aber. Zeitweise kommt die Sonne hinter den Wolken hervor. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 2 und 4 Grad. Am Samstag regnet es, ab einer Höhe von 1000 Metern geht der Regen in Schnee über. Es werden Werte von maximal 6 Grad erreicht. Ähnliches Wetter erwartet uns auch am Sonntag. Die neue Woche startet dann kühler, im gesamten Allgäu fallen Flocken. Zeitweise zeigt sich aber die Sonne. Es war im März dieses Jahr, als aus dem Kamin der Sixtinischen Kapelle weißer Rauch aufgestiegen ist. Und es war zumindest eine kleine Sensation, für wen sich die Kardinäle als Nachfolger des zurückgetretenen Papstes Benedikt XVI. Da entschieden hatten. Ein Jesuit aus Argentinien bestieg den Papststuhl und gab sich den Namen Franziskus. Seither hat er die Welt immer wieder in Erstaunen versetzt und frischen Wind in den Vatikan gebracht. Doch wer ist dieser Mann eigentlich? Einer, der es wissen muss, ist Stefan von Kempis. Er ist Redakteur bei Radio Vatikan und hat nun ein Buch über Franziskus veröffentlicht. Gestern war er im Pfarrzentrum St. Lorenz in Kempten und hat über Franziskus und die Vorgänger des Papstes gesprochen. Um es gleich vorwegzunehmen, Stefan von Kempis hat bei seinem Vortrag kein Blatt vor den Mund genommen. Er machte seine Meinung, seine Sichtweise der Dinge deutlich und versteckte sich nicht hinter irgendwelchen sprachlichen Nebelkerzen. Dieser argentinische Papst Bergoglio verunsichert die Leute hier. Der will die arme Kirche. Was denkt er denn davon, wenn hier lauter teure Kathedralen stehen oder Protzbischöfe durch die Gegend laufen? Was denkt er von uns? Das sind die Fragen, die in Deutschland immer wieder an den Mitarbeiter von Radio Vatikan über Franziskus gestellt werden. Und er hat auch eine klare Vorstellung davon, was der Papst darauf antworten würde. Er würde sicher sagen, ihr müsst jetzt nicht eure teuren Kirchen wieder niederreißen. Und er würde auch nicht das Kirchensteuersystem sofort reformieren. Vielleicht nach einer Weile, aber jedenfalls nicht sofort. Er würde sicher sagen, geht doch mal raus, besucht die Kranken, geht in die Kindergärten, lebt mal christlich und denkt nicht immer nur ans Geld oder wie man das jetzt finanziert, wer für irgendwas verantwortlich ist, ob der Zölibat abgeschafft werden soll. Von Kempis kennt den heutigen Papst noch aus der Zeit vor dessen Wahl zum Pontifex. Seither hat er sich aber deutlich verwandelt, zumindest nach außen hin. Früher, als er Kardinal war, haben wir ihn oft an unserem Palazzo von Radio Vatikan vorbeilaufen sehen. Da kam er von der Engelsbrücke und ging Richtung Vatikan. Da hatte der immer so ein Muffelgesicht, würde ich fast sagen. Da war er jedenfalls nicht der Strahlemann, als der heute wirkt, wenn er auf dem Petersplatz einrollt. So haben wir ihn immer gesehen. Das war einer von vielen Jesuiten. Dieser war Kardinal, aber da gab es auch noch andere, die relativ unspektakulär durch Rom zogen und nicht sehr redselig. Während des Vortrags machte Stefan von Kempis deutlich, mit dem Vorgänger Benedikt XVI. Verbindet Franziskus zwar manches. Dazu gehört beispielsweise der Umgang mit Atheisten. Aber es gibt auch große, vielleicht schon fundamentale Unterschiede. Also ein Bücherchrist ist er nicht. Und das war Benedikt XVI. Das ist Benedikt XVI. Noch. Auch hier ein ganz neuer Ansatz. Direkte Jesus-Erfahrung, Einladung zum Jesus-Erleben als Begegnung mit einem Lebendigen, statt Jesus-Bücher zu schreiben. Wer ein Buch über Papst Franziskus und sein Leben geschrieben hat, der muss natürlich auch seine Marotten kennen. Und von denen gibt es wohl so manche.
Er läuft gerne einfach mit einer alten Korthose und einem Pullover durch Santa Marta, jetzt so wie er früher in Buenos Aires herumlief, macht sich einen Kaffee, macht ein gemütliches Mittagsschläfchen, ist sehr humorvoll, ob er auch ein bisschen raucht. Ich habe fast das Gefühl, aber es hat mir noch keiner bestätigt. Er ist jetzt kein verschrobener Typ, aber ein ganz normaler Jesuit, völlig unspektakulär. Und der es überhaupt nicht heraushängen lässt, wie schlau er ist und wie viel er studiert hat und wie viel er liest. Es war ein kurzweiliger Vortrag von Stefan von Kempis. Er gewährte einen kleinen Blick hinter die Kulissen des Vatikan und erklärte in Ansätzen, wie die Politik dort funktioniert. Und er machte noch etwas. Er zeigte, was das für Menschen sind, die hinter den offiziellen Personen stecken, die sich an der Spitze der katholischen Kirche befinden. Für Diskussionen und Proteste hat er gesorgt, der Reifträgerweg in Kaufbeuren. Dabei handelt es sich um eine Entlastungsstraße für den Ortsteil Neugablons und eine Nord-Süd-Verbindung. Der Bund Naturschutz hatte das Projekt anfangs heftig kritisiert. Morgen wird der Reifträgerweg für den Verkehr freigegeben und wir sind mit einem Kamerateam vor Ort. Die Bilder gibt's dann am Abend bei uns. Außerdem beginnt jetzt die Zeit für die Christbaumbauer. Wir waren auf einer Plantage in Niederstaufen im Westallgäu. Ob sich meine Kollegen schon einen Weihnachtsbaum ausgesucht haben, auch das erfahren Sie morgen bei uns. Das war's von meiner Seite für heute. Hier gibt's jetzt noch den Trauertalk mit meiner Kollegin Julia Tremel-Thalkofer. Der Trauerratgeber, präsentiert von Bestattungen Bayer in Memmingen. Heute gibt es den zweiten Teil unseres aktuellen Trauerratgebers und dazu begrüßen darf ich Katharina Ettmüller. Frau Ettmüller, mit dem Tod, ja, mit dem beschäftigen sich die wenigsten Menschen gerne. Man verdrängt den Tod oftmals gerne. Es ist aber gerade für die Angehörigen sehr hilfreich, sich über den letzten Willen noch mal Gedanken zu machen, beispielsweise auch was die Beerdigung angeht. Warum denn das Ganze? Es ist einfach besser für die Angehörigen, wenn man sich über dieses Thema vorher schon mal unterhalten hat, auch informiert hat, weil es oftmals so ist, dass wenn der Fall dann eintritt, sind Entscheidungen zum Treffen, die viele einfach dann nicht in der Lage sind zum Treffen, weil die Situation doch sehr schwierig ist und man da einfach emotional sehr eingebunden ist. Und wenn man sich vorher schon mal drüber unterhalten hat, ist es wesentlich einfacher auch. Wenn man seine Wünsche geäußert hat, wissen die Angehörigen einfach besser, wie sie reagieren müssen, was man alles dann machen kann, welche Möglichkeiten es einfach gibt. Was kann denn so ein letzter Wille alles beinhalten? Also der letzte Wille bzw. eine Vorsorge bei einem Bestatter kann alles beinhalten, was die Bestattung betrifft. Also das fängt an mit der Bestattungsart, ob es eine Erd- oder Feuerbestattung wird. Dann natürlich auch, wo beigesetzt werden soll, ob man es dann in einem Familiengrab möchte. Man kann vorher schon festlegen, ob man dann vielleicht in ein Gemeinschaftsgrab möchte oder was anderes. Und das kann man dann also wirklich spezifizieren, bis man dann bis ins kleinste Detail das alles geplant hat. Man kann die eigene Todesanzeige einfach gestalten schon mal oder auch die Sterbebildchen. Man kann Bilder raussuchen, wo man dann sagt, das möchte ich mal, dass das das letzte Bild wird. Also man kann das wirklich sehr ins Detail auch schon planen, auch die eigene Bestattung. Es ist ja doch ein sehr schwieriges Thema und der eine oder andere fühlt sich mit Sicherheit damit überfordert. Können Sie dabei helfen, diese ganzen Vorbereitungen zu treffen? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man so einen Termin ausmacht für eine Vorsorge oder auch für ein Informationsgespräch, werden wir natürlich immer alles so weit besprechen und auch alles beantworten an Fragen, was man hat, um diese ganze spezielle Vorsorge dann eben zu treffen, damit man sich auch sicher ist, was man machen möchte, damit man auch ganz genau weiß, welche Möglichkeiten eigentlich überhaupt bestehen. Weil es sind ja doch viele Sachen, wo die Leute nicht dran denken oder wo sie dann sagen, ach, das ist gut, dass ich mich mal darüber informiert habe, weil es doch so ist, dass viele sich ja an das Thema, wie gesagt, nicht richtig rantrauen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man dann so Termine ausmacht. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Frau Katharina Ettmüller. Und bei uns geht es im nächsten Teil des Trauerratgebers um die Trauerbewältigung.